Einen Dosenöffner. Vielleicht. Was? Jetzt ist sie ein Fall für den Metallrestaurator. Ja Ich gut. habe in einer Übersprungshandlung das Wahrzeichen des Ortes, eine alte Ritterrüstung, fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt. Notiz an mich selbst. Neuen Termin zur Psychotherapie vereinbaren. Ja. Oh. Können wir jetzt die Kabel anfassen oder was? Strom fließt wieder. Ach, Perfekt. ich lasse das jetzt so. Okay, wir gehen hoch zu Gretchen. Ich kann gerade nichts machen. Oha! Ach, du bist wirklich ein Tollpatsch. Tausende Kilometer in die Tiefe gefallen. Super. Oh. Hallo? Hallo? Faszinierend. Wo geht's jetzt hin? Oh. Halsumfang 39 Zentimeter. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Okay. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert, Patient soporös. Was? Stimmung nicht schwingungsfähig. Was? Hautkolorit livide. Reduzierter Ernährungszustand. Was? Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. Fasthorax, deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Rosinenfarbiger Knoten, beidseitig, medioklavikular im Bereich des vierten ICR. Marfanoider Habitus, Arachnodaktylie. Ja, natürlich, ja. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Extremitäten seitengleich eingeschränkt, beweglich mit verringertem Muskeltonus. Muskeleigenreflexe mittellebhaft. Finger-Nase-Versuch unauffällig. Bauch weich, keine Resistenzen. Überlebhafte Darmgeräusche. Lebhafte Darmperistaltik. Abgeschwächtes Atemgeräusch rechts basal. Rasselgeräusche über beide Lungen. Perfekt. Gespaltener zweiter Herzton. Nasal betonte Akromegalie. Karottenförmiger Tumor im Gesicht. Ramiges Sekret nasal. Zunge weicht nach links ab. Desolater Zahnstatus. Pupillen beidseitig, rund und mittelweit. Sehr träge Lichtreaktion beidseitig. Ja, wir sind Augen bewusstlos. ikterisch, Downbeat Nystagmus. Hornhautreflex beidseitig verzögert auslösbar. Was? Halsumfang 39 Zentimeter. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert, Patient soporös. Stimmung nicht schwingungsfähig.
Hyperreflexie, Stimmung. Hey, wach auf! Status des Patienten ungeklärt. Wo bin ich? Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Ernsthaft? Entschuldigen Sie bitte. Wo bin ich hier? Patient zu allen 42 Qualitäten nicht klar orientiert. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wie fühlen Sie sich? Wunderbar. Das blühende Leben. Ein bisschen durcheinander vielleicht. Wer sind Sie? Ich bin Bobbin. Bist du meine Mutter? Aua. Wer sind Sie? Ich bin zu Besuch. Ich verkaufe hochwertige... Ich verkaufe diese hochwertigen Massagestäbe. Was machen Sie hier? Eigentlich wollte ich Urlaub machen. Erklären Sie mir, was hier los ist, bevor ich ungemütlich werde. Ich bin auf der Durchreise. Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Falls bekannt, wo wurden Sie geboren bzw. zusammengesetzt? Ich bin nicht aus der Gegend. Ich komme aus den Staaten. Das würden Sie gar nicht kennen. Zusammengesetzt? Zusammengesetzt? Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Ja, recht langsam. Sie reden wirres Zeug. Davon, dass Ihre Fragen schon wieder nicht verstehe, mir reicht's langsam. Sie reden wirres Zeug. Sie reden wirres Zeug? Ja. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Nein. Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Interessant. Bitte halten Sie sich für weitere Untersuchungen bereit. Hören Sie mir eigentlich zu? Bevor nicht einwandfrei geklärt ist, ob Sie hier hingehören, kann ich Sie leider nicht gehen lassen. Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Sie bereit sind für eine weitere Untersuchung, klopfen Sie einfach laut und deutlich an die Tür, dann hole ich Sie ab. Status des Patienten weiterhin ungeklärt. Hm. Oh, was ist denn da? Ein Freund? Ist ein bisschen schwummselig. Herr Dr. Römmler, ich bitte Sie. Man hat mich all meiner Utensilien beraubt und in ein kleines Zimmer gesperrt. Ja. Ich habe bereits protestiert, jedoch ohne Erfolg. Ja. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Ein entspannter Urlaub sieht jedenfalls anders aus. Das sehe ich auch so.